kommen bei Gartenbub, Erste Hilfe im Garten. Und jetzt muss nicht jeder von euch denken, ich denke mir das aus, ich bin noch Erste-Hilfe-Ausbilder. Das kann man machen, ja, wie ich zum Beispiel, ich habe Rettungsschwimmer ausgebildet, dazu muss man natürlich auch sich auf die Schulbank setzen, dann habe ich noch einen Erste-Hilfe-Ausbilder gemacht, also spreche ich auch aus Erfahrung, weil Rettungsschwimmer war mein Hobby und man kann das auch daneben beruflich über Weiterbildungen, letztendlich könnte man das auch zum Beruf machen. Also spreche ich ja also auch aus Erfahrung, ja, denn wenn man im Freibad oder am Strand arbeitet, da ist Erste Hilfe oftmals wichtiger als vieles andere. Aber im Garten kann auch viel passieren. Wichtig ist, als erstmal habe ich hier, gibt es zu kaufen gleich fertige Kisten, so eine kleine Erste-Hilfe-Sets. Hier habe ich draufgeschrieben, Erste Hilfe, Verbandsmaterial. Das Wichtigste normal in einem Garten sind Pflaster in verschiedensten Größen. Hier gibt es auch gleich fertig, so wird man jetzt nicht durchgucken können. Aber ja, die gibt es in verschiedensten Größen, die gibt es oval, bunt für alle möglichen Stellen hier. Das gibt es auch als Meterware, wie hier für kleine Risswunden oder wenn man mal eine Blase hat irgendwo. Das ist jetzt schon nicht mehr so steril verpackt, aber für leichte Sachen ist es ja hier drin. Ja, dann hat man hier auch noch Abdeckvlies für größere Sachen. Also meine Erfahrung ist, Pflaster im Garten ist das Wichtigste. Und dann, was noch sehr wichtig sein kann, da kann man sich auch mal verstauchen und verrenken, ist Verbandsmaterial, also eine Binde. Hier habe ich mal, die ist jetzt darum so komisch und auch im Aussehen nicht schneeweiß, das ist eine Lehrbinde. Also wenn Erste-Hilfe-Schüler üben, das ist wichtig. Wenn man sich verrenkt, ich mache das jetzt mal alleine, kann man jetzt hier so richtig schön, ich will jetzt keinen Kurs machen für Erste-Hilfe, aber ist eine Binde schon mal wichtig. Die meisten Binden, hier habe ich mal ein größeres Verbandskastensystem, das ist für Arbeitsplätze, sagen wir mal, bis so und so viele Mitarbeiter, ja, die hängen da meistens im Betrieb an der Wand. So, und wenn ihr euch die einfachste Variante aussuchen wollt, dann guckt doch mal in euren Kofferraum auf euren Verbandskasten. Auch der hat ein Verfallsdatum. Ja, ein Autoverbandskasten, der ist nicht teuer, den gibt es auf meinem Sonderangebot schon für einen Appel und ein Ei zu kaufen. Also, da ist die Grundausstattung drin. Ein ganz einfacher fürs Auto, ein Verbandskasten. Ja, und aber nicht irgendwo in den Schubfach verlegen oder einen Schuppen irgendwo, sondern immer da, wo man noch weiß, da brauche ich bloß hinfassen. Denn wenn was blutet oder man verletzt ist, muss es schnell gehen. Ja, so, jetzt hatte ich ja das mit den Binden schon gezeigt. Richtig sieht das dann. Der Verbandskasten ist ihm nicht so gut aufgestellt wie der hier von einem richtigen Arbeitsplatz. Das schreibt der Gesetzgeber vor. Aber, ja, hier hat man mal verschiedene Binden. Darum habe ich die Leerbinde zum Zeigen genommen, weil die sind steril verpackt. Ich möchte die nicht aufmachen. Ja, ihr seht verschiedene Größen. Gibt es auch noch größer. Oder gleich mit Kompressen drin, wenn es jetzt extrem, wenn ich die jetzt aufmachen würde, ist hier, wenn ich es aufrolle, die Binde, ist auch gleich schon, ich sage jetzt mal Kompressor, also wie Mull ist da schon mit eingearbeitet, kann man sofort abdecken und verbinden. Ja. Und auch im Autoverbandskasten ist eine Schere, das ist wichtig. Und hier, ja, ist noch eine Rolle Pflaster mit dabei, das ist identisch in allen Verbandsmaterialkästen. Wenn ich mich nicht täusche, war hier auch mal eine Schere drin, in den ganz einfachen kleinen Kasten. Der ist auch ausreichend, aber da, wo noch Kinder mit sind, empfehle ich dann schon lieber auf eine bessere, größere Variante. Und der Vorteil ist an etwas größeren Verbandsmaterialien, man kann diese, wenn die Binden alle sind, die kann man einzeln nachkaufen. Ja, und da sollte man nicht nachlässig sein. Selbst wenn man 10 Jahre nicht braucht, aber irgendwann kracht es mal. Und dann ist es wichtig, einen Erste-Hilfe-Koffer zur Hand zu haben. Wie gesagt, es muss nicht so ein professioneller sein für einen vorgeschriebenen also Sicherungsbereich, Arbeitsplatz. Es reicht auch das Autoding, wie ich gesagt habe, oder hier so ein kleines Set. Muss man bloß mal reingucken, ob auch hier noch Binden drin sind. Das ist nicht immer gesagt, dass hier auch Binden drin sind. Eine Schere griffbereit halten. Ja, was noch wichtig ist, eine Pinzette, wenn man sich was einreißt. Also, aber eine massive, die auch fest ist, vorne schön spitz, damit man sich einen Splitter, weiß nicht, ob man das hier sieht, hatte ich gestern erst, kann man selber rausoperieren, muss man nicht gleich zum Notarzt. Was in die Gartenapotheke noch gehört, was gegen Mückenstiche. Also wenn die Mücke schon einmal im Vorbeugemittel sowieso, aber wenn die Mücke dann schon mal gestochen hat oder eine Wespe oder irgendwas, also ja. Und wir haben Gartenkoch, der hat es einfach, der hat meistens Zitrone oder Zitronensäure in Flaschen, Essig, ja. Und gegen Erdflöhe zum Beispiel, wenn man es auch nicht sieht, dann hat man Mini-Mückenstiche, da hilft auch Olivenöl. Und wer nicht kocht, der geht halt zur Apotheke von euch und holt sich das. Das gibt es alles fertig. Das gibt es auch in Supermärkten mittlerweile, denke ich mal. Also wie gesagt, sollte man auch zur Hand haben. Ein Sprühmittel gegen Sonnenbrand, sowieso einmal gegen das Vorbeugen. Und dann gibt es auch noch Sprays, wie man einen Sonnenbrand behandeln kann.
Ja, also wenn man sich dann schon verbrannt hat und die Haut ist schon kräftig rot, dann gibt es ein Sprüh, das ist so ein weißer Schaum, das ist wie ein Kühlmittel, das hilft dann schon. Ja, so, das sollte man wenigstens im Garten zur Hand haben. Ja, so, ansonsten ein unfallfreies Gärtner wünsche ich euch und dass auch keinen Sonnenbrand kriegt und keine Bisse von Erdflöhen, keine Wespenstiche oder Mücken. Ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal.